Servus Marco, heute wieder ein erkämpftes 1:0 gegen Essen Kassel. Was hat man heute besser gemacht als im Hinspiel, wo man 2:1 verloren hat? Ich denke, dass wir hinten diesmal kompakt standen. Wir haben wenig zugelassen, außer jetzt vielleicht ein Standard, der da ans Lattenkreuz gesprungen ist. Ansonsten haben wir defensiv gut gearbeitet. Vorne haben wir unsere Chancen leider nicht genutzt, erste Halbzeit, sonst steht es schon vielleicht 2:0 zur Halbzeit. Und haben dann halt, ich würde nicht sagen Glück mit dem Elfmeter, weil für mich war es ein Elfmeter. Und das ist dann halt mal so ein Türöffner, dass man durch einen Elfmeter dann das 1:0 macht. Heute Geburtstag, dann noch 1:0 gewonnen. Fällt die Party heute ziemlich groß aus? Ja, das hält sich in Grenzen, aber natürlich ist es schön, wenn man 1:0 gewinnt am Geburtstag. Das war mein Wunsch für heute und der ist in Erfüllung gegangen, deswegen freue ich mich natürlich. Große Party, wie? Was? Morgen Offenbach, schaut mal da ein bisschen zu, weil jetzt hat man auf einen Punkt verkürzt. Guckt mal vielleicht mal ins Spiel rein, was die so machen jetzt gegen Hoffenheim. Ja, ich werde es mir jetzt erstmal nicht anschauen morgen. Ich gucke dann nach dem Spieltag auf die Ergebnisse. Offenbach kann morgen wieder nachholen und dann wird sich zeigen, sind ja auch zu Hause ganz gut. Deswegen, wir müssen jetzt auf uns weiter schauen, unsere Spiele gewinnen und dann kommt der Rest von alleine. Nächste Woche geht's nach Elversberg, die mal souverän 3:0 geschlagen hat im Hinspiel. Die sich jetzt aber stabilisiert haben. Wie geht man so ein Spiel an? Heute haben sie Stadt Dallendorf quasi zerlegt. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie sie gespielt haben, aber klar ist die Form von Elversberg auch wieder aufwärts gegangen, so wie bei uns, denke ich. Deswegen wird es ein Spiel auf Augenhöhe, da entscheiden kleine Dinge, Nuancen und deswegen gilt es für uns da auch alles rauszuholen und das dann im Laufe der Woche aufzuarbeiten und zu gucken, was auf uns zukommt. Dann bedanke ich mich fürs Interview und wünsche dir noch einen schönen Geburtstag. Danke dir. Bei mir unser Coach Micha Finke. Herzlichen Glückwunsch zu 3 hart erkämpften Punkten unterm Strich. Naja, eigentlich geht in Ordnung, oder? Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke erstmal und ja, ich glaube auch, dass unterm Strich schon in Ordnung geht. Natürlich kann da am Ende bei solchen Situationen immer mal einer reinrutschen, aber ansonsten haben wir vor allen Dingen in den ersten 20, 25 Minuten eigentlich ein gutes Spiel gemacht, haben es dann so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel verloren, waren auch nicht mehr so im Umschaltspiel da, haben vorne drei Entscheidungen getroffen in der ersten Halbzeit, wo wir dreimal einmal eigentlich richtig gut durch sind und dann nochmal irgendwie aufziehen wollen oder zu spät den Pass spielen, wo einmal der Hebisch und zweimal, glaube ich, Andres Ivan eigentlich auch schießen können aus der Position. Da hätte es da eigentlich schon 1:0 für uns stehen können. Ab der 25. Minute bis zur 70. war es ein Kampfspiel eben. Ich wusste, dass Kassel eben eine Mannschaft ist, gegen die viel arbeitet, die viel ackert, die sich in die Zweikämpfe reinhaut und da muss man dagegen halten. Das haben wir getan. Und ich habe dann mit Mete eben nochmal einen Spieler gebracht, der auch aus dem Halbfeld eben ein paar Flanken bringt, weil wir oft eben den Zeitpunkt verpasst haben, mal zu schießen oder mal zu flanken, sondern wollten immer nochmal durchspielen, wollten nochmal einen Haken machen und das war mir heute zu viel. Also viel zu viele Kontakte teilweise der einzelnen Spieler und das war dann mit dem Wechsel Maurice und Mete eben besser und so fällt ja auch dann quasi der Elfmeter. 10-Mann-Mann-Deckung habe ich eigentlich bei Kassel gesehen. Ist ja eigentlich auch bekannt, die spielen oft so. Ganz, ganz schwer für uns, die ja eigentlich ein Spiel machen wollen, sehr zerfahren am Anfang, viele Ballverluste auf beiden Seiten. Gibt es da überhaupt was man als Trainer mitgeben kann, wenn man eigentlich von vornherein weiß, hey Männer, es kann eigentlich gar kein schönes Fußballspiel werden, auf was muss man sich konzentrieren? Ja, also wir haben Dinge trainiert, die man dagegen machen kann, weil wir es ja wussten aus dem Hinspiel auch schon, dass Kassel so agiert. Und das fällt und steht mit der Bewegung der offensiven 4. Wenn die eben die Wege und die Läufe machen, um die Verteidiger mit rauszuziehen aus dem Raum und ein anderer startet in den Raum rein und man spielt die Bälle da rein, dann funktioniert das. Und das haben wir eben viel zu wenig gemacht, vor allen Dingen eigentlich das ganze Spiel über. Und das habe ich in der Halbzeit auch angesprochen, dass eben die Stürmer viel mehr in Bewegung sein müssen. Einer kommt entgegen, einer geht in die Lücke rein oder in den Raum rein. Genauso die Außenstürmer, dann weniger Kontakte, weil umso mehr Kontakte du machst und dein Mann ist ständig auf dir drauf, umso mehr hast du natürlich Ballverlust, umso schwieriger wird das. Und da gab es die Situation schon, um das zu spielen. Und wir haben das in der Woche 2-3 Mal auch trainiert. Und komischerweise hat es heute leider nicht funktioniert. Und die Spieler haben es nicht so umgesetzt. Nichtsdestotrotz, 5. Spiel zu 0. Aus 6 Spielen 5-mal gewonnen. Davor haben wir nur ein einziges Mal 2:0 gespielt. Von daher, wir dürfen nicht alles schlecht reden. Also ja, von der Tabellensituation Kassel ist letzter, klar, aber ist sicherlich trotzdem eine Mannschaft, die immer unangenehm ist zu spielen, für alle Mannschaften.
Und von daher bin ich mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden. Klar, mit der Art und Weise nicht so ganz. Aber wie gesagt, das dauert auch seine Zeit, bis das alles geändert werden muss. Weil als Trainer muss ich auch eine gewisse Balance finden, eben zwischen dem, wie wir vorher agiert haben und jetzt agieren. Weil wenn ich alles über den Haufen werfe, dann weiß gar keiner mehr, was er zu tun hat. Deswegen hoffe ich, dass dann, wenn die 5 Wochen Vorbereitung sind, dass in den 5 Wochen dann eben versuche ich dann umzusetzen. Ja, man sehnt sich die Winterpause wahrscheinlich als Trainer sehr, sehr entgegen, auch als Spieler wahrscheinlich, hartes Programm gewesen. Du hast jetzt heute auch schon wieder viel ausprobiert. Wir haben zwischendurch mal ein 4-1-4-1, glaube ich, gesehen. Dann wurde es aber doch wieder umgestellt. Du hast extrem viel Glück oder ein sehr glückliches Händchen oder weißt einfach, was du tust bei den Einwechslungen, weil Mete Celik hat ja auch wieder gezogen. Deswegen, wie gehst du denn jetzt ran? Jetzt steht Elversberg auf dem Programm, wahrscheinlich einer der richtig harten Brocken, die auf dem Spielplan stehen, und Benedikt Köp fehlt. Das heißt ja für dich wieder schön schlaflose Nächte, bis du da dein System gefunden hast. Ja, schlaflose Nächte nicht, aber viel Zeitaufwand eben, den ich dafür dann betreibe. Na klar, ich mache mir ja vor dem Spiel schon Gedanken, welche Optionen gibt es, in welchen Situationen ich wie reagieren kann, auch taktisch, auch personell. Wie du sagst, es war einmal ein 4-1-4-1, dann war es ein 4-3-3 mit Mete und Maurice, als ich die dann weiter vorgeschoben habe. Dann habe ich wieder umgestellt auf ein 4-2-3-1. Also es gibt ja Möglichkeiten, und wir haben das im Training auch öfter schon trainiert, verschiedene Systeme zu spielen. Und wenn es natürlich so super klappt, wie es in den Spielen unter mir eigentlich der Fall war, dann freut man sich natürlich auch als Trainer, wenn die Spieler das so gut aufgenommen haben und umsetzen können. Klar, mit Benedikt Köpf fehlt schon auch ein Leader der Mannschaft. Er ackert extrem viel, hat man jetzt auch wieder gesehen in der Nachspielzeit, wo er hier außen noch einen Ball abgrätscht. Und er wird fehlen. Wir hatten die Woche auch schon viele Ausfälle, wo viele Bewegchen waren, wo wir teilweise im Training 14 Feldspieler nur noch waren. Von daher, es wird nicht einfacher. Gianni Korte wird wahrscheinlich auch noch ausfallen. Da sind die Optionen außen auch nicht mehr so groß. Ja, im Moment eigentlich die größte Option oder größten Spieler habe ich auf der 6. Da kann ich tauschen hin und her, wie ich möchte, weil da genug da sind. Auf einer anderen Position ist eher so ein bisschen eng. Und ja, klar, da muss ich mir natürlich gegen Elversberg auch überlegen. Habe schon ein paar Spieler von denen gesehen, werde nochmal ein paar gucken, morgen und übermorgen. Und dann werden wir auch daraufhin wieder arbeiten und versuchen, eben den Gegner so gut wie möglich zu analysieren und dagegen auch die Lösungen zu finden. Persönliche Frage zum Schluss. Du hast jemanden auf der Bank sitzen, der ein überragender Spieler der zweiten Garnitur vom Waldhof ist, da als Mittelfeldspieler auch extrem viele Tore schießt. Die Rede ist natürlich von Ilias Tsimanis. Wie groß ist denn meine Hoffnung oder die Chance, dass meine Hoffnung erfüllt wird, dass ich den Jungen in dieser Saison vielleicht mal in der Regionalliga auf dem Feld sehe? Ja, eigentlich groß, sonst würde ich ihn auch nicht mitnehmen. Also es ist nicht so, dass ich ihn mitnehme und er nie eine Option ist für mich zum Einwechseln. Aber ich, ja, in der zweiten Mannschaft spielt er auf der 10 oder auf der 6 teilweise. Das sehe ich ihn jetzt bei uns eher nicht, weil er doch aus der Innenverteidigerposition herauskommt oder als rechter Verteidiger. Wir haben rechts hinten eigentlich kein Backup, deswegen ist Illy da auf jeden Fall absolut ein Thema. Auch gegebenenfalls mal auf der 6, wenn der Gegner eben Druck macht und wir defensiv gut stehen müssen, weil er defensiv auch gute Qualitäten hat. Nein, es ist schon so, dass ich das wahrnehme, und deswegen ist er auch mit dabei und dass er in der zweiten Mannschaft gute Spiele macht. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Ich warte auch eigentlich so ein bisschen auf den Zeitpunkt, dass ich ihn reinwerfen kann, dass es passt. Und wenn er so weiterarbeitet, wird es auch definitiv diese Saison der Fall sein. Super, ich freue mich drauf, aber als erstes freue ich mich auf eine entspannte Woche, ihr euch auch, und aufs nächste Spiel dann gegen Elversberg. Jo, danke dir.